Hallöchen. Ja, mal wieder ein Päckchen bekommen von True Night. Diesmal etwas Größeres. Ich fasse mich heute kurz, denn im Anschluss wird noch was kommen, wo ich die Taschenlampe mal teste, für was ich denke, sie perfekt geeignet ist. Für solche Sachen. Und zwar werden wir im Anschluss, wie gesagt, ich werde mich ein bisschen kurz halten, in einem alten verlassenen Bunker uns ein bisschen umschauen. Und für sowas ist die Taschenlampe eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Also das ist echt eine gute Lampe, die richtig Leistung hat. Das ist, und zwar, das ist hier die TN4A. Haben irgendwie immer eine kleine Bedienungsanleitung. Hier nochmal so ein kurzes Vorwort von True Night. Und hier sieht man, was denn alles dabei ist. Huch. So. Fangen wir es mal hier an. Hier haben wir so ein kleines Tütchen. Hier haben wir eine kleine zusätzliche oder Ersatzdichtung für den Button, den wir gleich noch sehen. Hier haben wir nochmal zwei Dichtringe. Das packen wir hier mal wieder rein. So. Zwei Dichtringe im Fall, da ist einer mal undicht oder was auch immer. Und so ein Paracord möchte ich, ist so eine Art. Weil die Lampe sehr schwer ist oder relativ schwer ist, kann man das hier festmachen. Dann ins Handgelenk hier quasi. Na gut, meine Hände sind ein bisschen groß, aber es geht schon. Dann zieht man das zu und dann kann man die nicht verlieren. Ganz einfache Geschichte. Ups. Ja. Dann haben wir dabei so schön gepolstert hier wieder mit Gelkissen. Hier drunter ist dann nichts mehr. Dann haben wir eine schöne Tasche. Kann man jetzt einen Gürtel machen zum Beispiel. Oder einen Rucksack befestigen. Oder. Ist relativ robust, ist schön gepolstert, ist auch schön stabil gemacht. Kann man echt nicht meckern. Ist eine schöne Tasche. Hier nochmal schön eingestickt True Night. Hier hinten hat man noch extra einen Klettverschluss fürs schnelle Abnehmen, was auch immer, oder Abreißen, je nachdem, wo ihr das Ganze einsetzen wollt. Und hier haben wir die Lampe. Das ist schon ein relativer Klotz, muss ich sagen. Also vom Design her, meiner Meinung nach, könnte sie ein bisschen länger sein, aber sie ist halt kompakt gehalten. Hier haben wir den Druckknopf, der auch per LED anzeigt, wie der Status ist. Ihr seht, es leuchtet rot. Das heißt, ich habe schon viel damit gemacht. Verarbeitung, True Night typisch, mega. Also kann man echt nicht sagen. Wieder Flugzeugaluminium, alles wunderschön gearbeitet. Hier ist eine Crew XPL V6 LED verbaut. Hier sieht man, das ist das Gute, was ich an dieser Lampe finde. Hier sind jetzt nur Billigbatterien drin, andere hatte ich gerade nicht da. Die wird mit handelsüblichen AA-Batterien betrieben, was die Taschenlampe natürlich noch besser macht als Survival-Lampe oder was auch immer. Weil Batterien findet man immer, kann man überall kaufen, findet man auch überall. Wären es hier 18650er Akkus zum Beispiel drin oder irgend sowas dergleichen, wird es natürlich wieder schwieriger. Weil hier, wenn die leer ist, neue Batterien rein. Das ist verpolungssicher. Ist ja scheißegal, wie ihr das reinsteckt. Rein, zuschrauben. Und die Lampe ist sofort wieder einsatzbereit. So einfach. Die Lampe hat im Turbo-Modus 1150 Lumen. Das ist extrem hell. Ihr seht, das sind jetzt 1150 Lumen. Ich mache mal hier aus und zeige euch mal die Modis. Das ist also der Turbo-Modus. Das ist der kleine Modus. Jetzt haben wir den Strobe-Modus. Boah, da war denn echt schlecht.
Und egal aus welchem Modus heraus, mit einem schnell Doppelklicken kommt man dann in den Turbo-Modus. So einfach geht das. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Also mir persönlich gefällt das nicht mit diesen Doppelklicken und gedrückt halten und so ein Quatsch. Finde ich ein bisschen zu umständlich, hätte man echt besser machen können. Der Druckpunkt und die Position vom Knopf ist aber okay. Also hier, man hat hier extra solche Vertiefungen, man findet den also relativ schnell. Ja, also wie gesagt, ich finde die Modis hätte man ein bisschen besser machen können oder anders machen können. Wie gesagt, im Turbo-Modus 1050 Lumen, dann hält das Ganze 56 Minuten. Im High-Modus 550 Lumen, dann hält das Ganze 150 Minuten. Im Medium haben wir immerhin noch 139 Lumen. Dann beträgt die Dauer 14 Stunden. Und im Low-Modus haben wir 15 Lumen. Das Ganze reicht dann für 93 Stunden. Und im Moonlight-Modus, das sind dann 0,5 Lumen, soll das Ganze 80 Tage halten. Der Modus ist aber zu vernachlässigen, weil er meiner Meinung nach Schwachsinn ist. Ganz ehrlich, das braucht kein Mensch. Diesen Moonlight-Modus, der ist nämlich noch dunkler als bei den anderen Taschenlampen, die ich euch gezeigt hatte. Dieser Low-Modus, wo ich gesagt hatte, das ist perfekt für Kartenlesen und sowas ist, das ist hier halt noch eine Stufe mehr und das ist irgendwie total sinnbefreit, finde ich. Wie gesagt, die Lampe finde ich für Wanderer zum Beispiel, wenn ihr oder Expeditionen oder sowas oder halt als Hauptlampe, die man nur einmal kaufen möchte, ist das die perfekte Lampe. Die Reichweite im Turbo-Modus ist krass, also richtig krass. Die werde ich euch jetzt im Laufenden in dem Video, was gleich folgt, auch überhaupt nicht zeigen, weil man das mit der Kamera überhaupt nicht hinbekommt. Dann bräuchte ich eine, keine Ahnung, 1000 € Kamera, wo ich ewig weit zoomen kann. Im normalen Modus sieht man das nämlich nicht. Aber ja, lasst euch überraschen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal los. So, hier sind wir jetzt da, wo ich es eigentlich hin wollte. Ich blende euch jetzt mal hier irgendwo so ein Bild ein oder jetzt im kompletten Stream, wie das hier mal früher aussah. Ihr seht, Straße, da hinten, das sind alles Salonfelder. Hier ist noch ein Restteil von der ganzen. Ihr müsst euch vorstellen, hier war nicht ein einziger Baum, hier war alles Fabrik. Briketts wurden hier hergestellt und wir gehen jetzt mal in das letzte Überrest und testen mal die Taschenlampe dort vor Ort. So, jetzt sind wir hier an so einer kleinen Abzweigung von dem Berg quasi. Und dann verbirgt sich sowas hier. Das ist ein alter Zivilbunker für die Angestellten oder leitenden Angestellten von der besagten Brikettfabrik. Ich versuche es hier mal runter zu klettern. Lämpchen. Doppelklick, Turbo. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Hier sieht man schon alles abgebröckelt. Der war komplett zugeschüttet. Der wurde wieder geöffnet. Es ist ein relativ großer Bunker. Ich will ja auch nur zeigen im Endeffekt, wie leistungsstark die Lampe ist. Machen wir jetzt kleine Modus, mittlerer Modus und Turbo. Man sieht, hier hat es gebrannt leider. Sieht man auch so ein paar Überreste. Wie das halt so war, kleiner Feuerlöscher, alles solche Sachen. Die Wand hier wurde auch durchbrochen, hier liegt allerhand Müll noch. Ich will jetzt auch gar nicht so weit reingehen, da meine Frau und meine Tochter noch draußen stehen. Ich mache dieses Video nämlich gerade bei einem Spaziergang, aber ich wollte euch das nur mal so ungefähr zeigen. Ich muss jetzt mal gucken, ich war hier schon mal
vor einiger Zeit. Ich muss mich jetzt mal kurz orientieren, in welchem Gang das jetzt war. Hier ist nämlich noch vieles hier, wie gesagt, nicht mehr übrig, leider. Hier ist zum Beispiel ein alter Wassertank, der die Anlage hier mit Wasser versorgt hat. Hier haben wir eine nächste Drucktür oder Stahltür halt, wie gesagt. Ja, wir werden uns jetzt hier auch nicht groß lange aufhalten. Wie gesagt, wir sind hier mitten in der Pampa. Ich will hier niemanden lange stehen lassen. Hier haben wir zum Beispiel eine Dusche für Außenbesuche, wenn was weiß ich, es wurde ja alles gebaut früher in der Sowjetunion bzw. in der ehemaligen DDR, weil man ja Krieg befürchtet hat im Kalten Krieg. Und wenn man jetzt von draußen gekommen wäre und draußen wäre wirklich was, man wäre kontaminiert, hätte man jetzt hier eine Kontaminierungsdusche nehmen können und so weiter. Hier war dann wahrscheinlich im Vorposten und dann ging das ja alles so weiter. Ja, ich wollte heute mal ein bisschen was anderes zeigen als sonst. Hier haben wir zum Beispiel die Lüftungsanlage, um das Ganze hier mit gefilterter frischen Luft zu versorgen natürlich. Also ein paar Sachen liegen hier noch rum. Können wir hier mal hinten noch schnell gucken. Hier sind auch noch so ein paar Sachen. Hier ist wohl meine Toilette. Wie gesagt, hier hat es heftigst gebrannt. Ursache kann ich leider nicht mehr nachvollziehen. Ist leider schon zu lange her. Wusste auch niemand, dass das Ding hier überhaupt existiert. Wie gesagt, war komplett verschüttet. Hier sieht man jetzt, hier sind noch extrem viele Räume. Hinter mir ebenso. Hier sieht man, hier war wahrscheinlich die Ursache des Brandes in der Region, weil hier sieht es echt übel aus. Ja. So weit, so gut. Hier sieht man natürlich noch Überreste, Essensreste von, keine Ahnung, Obdachlosen oder dergleichen, die hier überwintert haben, meinetwegen. Ja, das ist so mehr oder weniger mein Hobby Teil 2 oder 3 oder was auch immer. Das sind noch so eine Sachen, die ich eigentlich so relativ gerne mache. In alten verlassenen Gebieten, Häusern, Bunkern, mich rumtreiben und dann Nachforschung davon anzustellen, warum, weshalb, wieso. Und ja, das war halt so ein kleiner, man nennt sowas Zivilbunker. Das war dann für die Angestellten und naja, auf die Angestellten hat man nicht viel Wert gelegt, aber auf die etwas höherrangigen Angestellten, Führungskräfte der VEB Braunkohle, nee, Brikett, ach was weiß ich. Ja, so viel dazu würde ich sagen. Gehen wir erstmal wieder nach draußen, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal am Tisch. So, da sind wir wieder. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wollte mal ein bisschen was anderes machen. Das wird auch wahrscheinlich die letzte Lampe sein auf meinem Kanal. Weil, ja, weiß ich nicht. Irgendwann ist auch mal gut. Ich will euch damit auch nicht noch länger nerven. Deswegen wird das wahrscheinlich die letzte sein. Oder es kommt vielleicht noch eine, werden wir sehen. Wie gesagt, die Lampe ist eher was für Leute, die jetzt wie ich, wie das Video, was ihr eben gesehen habt, wenn ihr in solchen alten Gemäuer rumkraucht oder sowas. Für sowas ist das echt cool. Aber für einen normalen Hausgebrauch ist die Lampe einfach zu krass. Das ist, würde ich keinen empfehlen, ganz ehrlich. Für Leute, die sowas machen, wie ich gerade in dem Video, da ist es durchaus okay. Da kann man das machen, aber sonst ist das einfach Quatsch. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.